Leute, ich freue mich mega, denn es gibt heute mal wieder seit langem mal ein Umstyling. Ich habe die Paula zu Besuch und sie bekommt einen ganz neuen Look von mir. So, und da ist sie auch schon, liebe Paula. Hallo. Hi, mein Schatz, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Paula will ja schon ganz, ganz lange ein Umstyling von mir und ich finde es einfach sehr, sehr cool, dass sie so offen ist und heute alles mit sich machen lässt. Ja, ich kenne dich, die Zuschauer noch nicht, also würde ich jetzt ganz klassisch einmal fragen, wie ziehst du dich so an? Ja, ich glaube, das kann man an meinem Outfit schon mal ganz gut sehen. Ich bin eigentlich eher ein bisschen sportlicher, lässiger unterwegs und ja, eigentlich meistens mit Hose und Sneaker, T-Shirt, irgendwie so eine lockere Jacke drüber. Hauptsächlich schwarz, eigentlich, weil ich denke, dass es so ein bisschen vielleicht kaschiert, weil ich jetzt auch nicht die Schlankste bin. Genau, das ist so meine Richtung. Bist du denn gespannt und fragst dich, was habe ich dir so mitgebracht? Auf jeden Fall, ich bin gespannt, vielleicht mal was ganz anderes. Ja. Und ich habe dir auch ganz, ganz tolle Sachen mitgebracht und würde sagen, bevor wir uns hier jetzt total verquatschen, schmeiße ich dich in den ersten Look. Und zwar habe ich dir da was ganz Tolles mitgebracht, erstmal für die Zuschauer, einen grünen Rock, einen Midi-Rock und ich glaube, ich habe dich noch nie in einem Rock gesehen. Das stimmt. Bin ich super gespannt. Und dieses tolle T-Shirt hier. Ich liebe die Farbe. Ich glaube, das ist auf jeden Fall fresh für das Wetter. Und was habe ich noch vergessen? Da ist alles an. Schuhe. Da bin ich mal bei deinen Sneakern geblieben. Da bekommst du die geilen Supergas in Metallic. Also ich finde es sehr, sehr cool. Nicht schlecht. Ich glaube, das war's. Wir haben alles. Und dann würde ich sagen, geh dich ins Ziel und komm schnell wieder. Ich bin gespannt. Du siehst richtig toll aus. Ich liebe es. Und ihr könnt mir auf jeden Fall mal schreiben, wie ihr es findet. Also ich erzähle mal ein bisschen was dazu, was ich mir bei diesem Look gedacht habe. Und zwar habe ich auf jeden Fall einen V-Ausschnitt gewählt fürs Oberteil, weil es ja optisch ein bisschen streckt. Ja, es kann gar nicht tief genug sein. Da kann man ruhig zeigen, was man hat. Und bei dem Rock wusste ich auf jeden Fall, es wird ein Midi-Rock, weil die Länge ist optimal. Wenn man jetzt zum Beispiel keine 36, 38 ist, da hat man dann auf jeden Fall nur die schmalste Stelle vom Bein sichtbar und man sieht deine tollen Tattoos übrigens. Ja, wie fühlst du dich? Also es ist auf jeden Fall ungewohnt, ne? Weil ich eigentlich eher so der Hosentyp bin und eher so weniger so Kleider oder Röcke irgendwie anziehe oder mich auch nicht so wirklich traue, die anzuziehen. Es ist mal was anderes. Ich mag die Farben sehr gerne, also die Farbkombi gefällt mir gut. Ich glaube, die passt ganz gut zu meinen Augen, weil die auch grün sind. Ansonsten, ich weiß nicht, so die kommen ja auch mit der Jeansjacke, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, und die Sneaker sind auch toll. Also es sieht auf jeden Fall, obwohl du jetzt einen Rock anhast, finde ich, ziemlich lässig aus. Und ja, machen natürlich auch ein bisschen die Sneaker. Ihr könnt es natürlich zu Hause auch mit hohen Schuhen kombinieren. Aber ich mag ja gern Stilbrüche, ich finde, das passt auch so zu dir. Und ja, ich hoffe sehr, dass ich dich öfter mal jetzt so sehen werde. Und ihr könnt mal ganz viele Likes und Kommentare für Paula da lassen. Und sie bestärken. Aber ich habe ja noch einen zweiten Look für dich und den zeige ich dir gleich mal. Und zwar einmal diese tolle Sommerhose und da kannst du mal den Stoff füllen. Ist echt leicht. Ja. Ich glaube, der fühlt sich wirklich gut an. Drücke ich dir gleich mal in die Hand. Und dann, Moment, machen wir weiter mit einem Oberteil, ein ja, ganz basic, aber auch wieder V-Neck, vielleicht nicht so tief wie die, ja, was du jetzt anhast. Einmal. Und ja, damit das Outfit noch mal ein bisschen mehr aufgepäppelt wird, ein ganz toller S. Oliver-Mantel in der klassischen Farbe Beige. Bist du so der Trenchcoat-Typ? Ich weiß nicht, ich trage den nicht so oft, aber mal schauen. Ja, muss dich halt vom Gegenteil überzeugen, dass das sehr gut aussieht. Und dann zuletzt noch die Schuhschuhe und die sind einfach schwarz. Ich glaube, das passt ganz gut zum Outfit, aber lass uns mal gucken, wenn du alles anhast, wie das Endergebnis aussieht. Alles klar, ich bin gespannt. Ich auch. Bis gleich. Dann. Richtig cool, Paul, dein Blick so. Und was sagst du? Also ich finde es top. Wie fühlst du dich? Ja, ist auf jeden Fall auch ein schicker Look. Gefällt mir ein bisschen mehr als der Rock, weil es halt auch einfach wieder eine Hose ist. Gefällt mir. Cool. Kannst du auf jeden Fall richtig gut tragen. Also, aber hast du schon mal so eine Hose angehabt? Noch gar nicht, nein, überhaupt nicht. Wäre das jetzt was für den Sommer, ja? Ja, finde ich nicht schlecht. Ja, nee, ich finde auf jeden Fall
richtig gut. Also weite Hosen, ja, wenn man ein bisschen Oberschenkel kaschieren will oder sonst irgendwas, dann ist wirklich dieser gerade, weite Schnitt optimal. Ihr müsst dann einfach nur darauf achten, dass die halt taillenhoch geschnitten ist, beziehungsweise so eine mittlere Leibhöhe ist auch okay. Ja, die sollte nicht zu tief sitzen. Und die kann dann auch wieder verkürztes Bein haben oder halt bodentiefs, finde ich auch immer ganz cool, weil das irgendwie optisch nochmal streckt. Da hast du ja jetzt ein bisschen Absatzschuhe an, die trägst du ja sonst auch nie, ne? Nee, nicht wirklich. Also sieht auf jeden Fall richtig gut aus mit der Hose. Obenrum ganz schlicht ein schwarzes Basic. Schwarz nimmt halt zurück, da kann man nie was mit falsch machen. Trägst du privat ja auch gern. Jo. So. Und ich muss sagen, das Highlight jetzt an diesem Look ist tatsächlich der Trenchcoat von S. Oliver. Ist ein ganz klassischer Zweireiher, ne, in Beige. Ich finde den ganz nice, auch weil die Farbe halt in der Hose nochmal aufgegriffen wird. Sieht das richtig gut kombiniert aus, wie ich finde. Und den Mantel gibt es aber auch noch in anderen Farben. Ich habe den hier in rosa nochmal, weil ich halte den jetzt hier so mal ran. Ich glaube, der passt ja auch ganz gut zu deiner Hose. Findest du nicht? Würde passen, ja. Würde passen. Beige sieht ein bisschen besser, glaube ich, sogar noch aus. Aber rosa sieht, glaube ich, zu meinem Look vielleicht ganz cool aus. Und von dem Mantel gibt es aber noch ganz viele andere Farben. Ich verlinke euch das in der Infokarte. Da könnt ihr einfach mal reinklicken und rumstöbern. Und ja, ich liebe deinen Look. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, Look 1 oder 2, was ich besser finde. Aber mit dem sind wir noch gar nicht fertig. Du kriegst noch Accessoires. Okay, was gibt's denn dazu? Und zwar einmal eine schwarze Klatsch. Die hatte ich auch mal in meinem Video, aber nicht in schwarz, in einer anderen Farbe. Ich finde die sehr, sehr geil. Und eine Sonnenbrille. Schön. Und dazu kann ich sogar auch noch ein bisschen Beratung mitgeben, weil man sagt ja, bei so eher runden Gesichtern soll man auf jeden Fall auf eckige Brillen gehen. Und ich bin gespannt, ob da was dran ist. Paula, setz mal auf. Ja. Zeig mal. Ja. Sehr, sehr geil. Echt jetzt Business Meeting? Sieht so cool aus. Also ich liebe es. Und ja, auch dazu, zu diesem Look, ganz viele Kommentare von euch. Ich bin gespannt, wie ihr es findet. Paula, ich würde sagen, du musst unbedingt heute noch was unternehmen. Sie sieht toll aus. Und ja, ein Outfit bekommt sie ja auf jeden Fall dann mit. Und welches Outfit ist es denn? Look 1 also, oder 2? Ich muss sagen, es ist Look Nummer 2, weil ich einfach die Hose total cool finde. Und ja, ich freue mich, dass ich das behalten darf. Yeah! Also es sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin gespannt, was deine Freunde dann sagen, wenn die dich gleich abholen auf jeden Fall. Und vielleicht stoße ich dann später noch dazu. Sollte es auf jeden Fall noch ausgehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Hoffe, dir auch. Auf jeden Fall. Sehr gut. Und ja, vielleicht war es eine Inspiration für euch. Ihr konntet euch den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Es freut mich natürlich und sage tschüss. Ciao.